Folgendes Beispiel wurde offenbar an der Mathematik-Olympiade gestellt und das haben wir aus den sozialen Medien entnommen, gegeben also x, y, z aus R plus. Man kennt die Summe, ist 9 und diese Gleichung haben wir noch gegeben. Gefragt ist nun das Produkt von x mal y mal z. Folgendes als erstes, wenn man diese Gleichung hier betrachtet, fällt auf, der Pythagoras kommt einem da sofort natürlich in den Sinn. Die Hypotenuse wäre also bei diesem Dreieck 4, hier 5 und hier 6. Gut, Längeneinheiten. Das kann man jetzt mal so aufzeichnen. Das haben wir hier gemacht. Dreiecke. Wir wissen, dass x plus y plus z zusammen 9 ergibt und wir kennen auch die Höhe dieser drei Dreiecke, nämlich die ist ja genau 12, weil das ist ja genau die dritte Seite jeweils, wo hier rauskommt. Nun, jetzt kann man hergehen und das mal so aufzeichnen. Und wenn das jetzt auch als rechtwinkliges Dreieck angesehen wird, dann muss diese Seite genau 15 sein. 12 zum Quadrat plus 81. Und die Wurzel gibt eben 15. Gut, und da sind wir eigentlich schon sehr nah bei der Lösung dieser Aufgabe. Man muss nur noch die Summen der Hypotenusen miteinander addieren. Und sieht, das gibt genau 15. Also können wir diese Dreiecke schön hier in so ein großes, in dieses Dreieck einpassen. Das haben wir hier gemacht. Also hier haben wir das nochmal aufgezeichnet. 9 Längeneinheiten, 12 und das 15, das ist jetzt maßstabsgetreu im Verhältnis. Und da haben wir jetzt mal diese Dreiecke hier entlang der Hypotenuse so aufgereiht. Das muss so gehen, weil jeweils zwei Seiten haben wir ja korrekt schon gegeben, wo wir genau wissen, wie lange die sind. Und deshalb können wir das so eintragen. Hier können wir jetzt den Winkel Alpha setzen und zum Beispiel den Cosinus berechnen. Cosinus Alpha ist also die Ankathete durch die Hypotenuse, 9 Fünfzehntel, das haben wir hier gemacht. Und jetzt können wir ganz einfach auf jede Seite schließen, also auf x, y und z, weil diese Winkel müssen natürlich genau auch Alpha entsprechen. Cosinus Alpha 9 Fünfzehntel kann man als 3 Fünftel schreiben. Und jetzt genau das gleiche hier, das muss natürlich für dieses blaue Dreieck auch gelten. Cosinus Alpha ist hier z durch 6, also 3 Fünftel ist gleich z durch 6 und daraus folgt z ist 18 Fünftel. Genau dasselbe für y, das haben wir hier und hier noch das x. Und jetzt können wir das Produkt von x, y und z ausrechnen. Das gibt 648,25. Ja, das ist schon alles zu dieser Aufgabe. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich freue mich über Kommentare und bis zum nächsten Mal.